Wir haben ja am Bahnhof den Laden zugemacht. Das war am 31.06. letzten Jahres. Und dann habe ich ein halbes Jahr gesucht, bis ich den Laden hier gefunden habe. Und es war für mich halt optimal, weil ich um die Ecke wohne. Bin sehr schnell hier. Die Kunden rufen an, ich kann sofort reagieren. Und seitdem bin ich hier drin. Das ist der kleinste Schlagzeugladen in Deutschland. 32 ganze Quadratmeter. Ich habe den ganzen Zubehör, Stöcke, Felle, Becken, Snare Drums, alles, was man als Schlagzeuger braucht. Ja, die Leute bringen ihre Schlagzeuge, ich wechsle die Felle, ich stimme sie durch, ich mache den ganzen Service. Wenn irgendwelche Böckchen kaputt gehen, dann bohre ich die Kessel und mache neue Böckchen drauf. Lauter so Sachen halt. Was so anfällt, im Prinzip schon. Ich trommel ja selber seit 25 Jahren, bin aktiv, spiele auch meine 40, 50 Gigs im Jahr. Hab halt die Erfahrung, ich weiß genau, wie ein Schlagzeug auf einer Bühne klingt, auf einer Open-Air-Bühne oder im kleinen Laden. Die Drummer kommen rein und sagen, ich brauche neue Fälle. Dann sage ich, wie soll es denn klingen? Eher im Rockbereich oder im Jazzbereich? Dann sage ich, ja, eher Rock, ich habe 12, 13, 16. Oder ich suche eine Rocksnare. Dann habe ich hier eine 8er Rocksnare zum Beispiel, die DW, die klingt total tief und fett. Dann sage ich, dann würde ich eher ein bisschen dickere Fälle nehmen, die kannst du tiefer stimmen. Dann geht es ein bisschen bassiger runter, dann hast du eher einen Rocksound. Oder eher einen Jazz, eine 6,5er, die man ein bisschen höher stimmen kann. Ja, wie das halt so ist.